In Fukushima haben Umweltschützer und Fischer gegen die geplante Einleitung von verseuchtem Wasser aus dem havarierten Atomkraftwerk ins Meer protestiert. Sie befürchten ökologische und gesundheitliche Risiken. Ministerpräsident Suga sagte, der Schritt sei für die Sanierung unvermeidlich. Das Wasser soll vorher noch behandelt werden, um radioaktive Substanzen zu verringern. Bei der Reaktorkatastrophe vor 10 Jahren war radioaktiv verseuchtes Kühlwasser ausgetreten.